Hallo, mein Name ist Ina Reckers. Ich bin Inhaberin von Hautzentral, dem Kosmetikinstitut in Sassenberg. Bin Dozentin an der Meisterschule in Hannover. Bin sehr, sehr aktiv in der Aufklärungsarbeit, was unseren Beruf anbetrifft. Und seit dem ersten Lockdown kläre ich unsere Politiker eigentlich gefühlt jede Woche darüber auf, wie wir arbeiten, welche Hygienestandards wir haben und welche Auflagen uns seitens der Bundesregierung und der Landesverordnung aufgetragen werden. Seit dem ersten Lockdown habe ich Kontakt zu unserem Landtagsabgeordneten Herrn Daniel Hagemeyer, der mich in den letzten Monaten ganz stark unterstützt hat, mich immer auf dem Laufenden gehalten hat und umgekehrt habe ich das auch gemacht. Er hat Gehör gefunden im Landtag NRW für uns Kosmetikerinnen. Es haben sich in den letzten Monaten ganz viele tolle neue Kontakte ergeben. Es haben sich neue Türen geöffnet. Aber was für uns eine ganz große Herausforderung ist, ist, dass wir als Kosmetikerinnen nach wie vor die große Herausforderung gestellt werden, dreimal die Woche zum Test zu gehen, wenn wir eine 5- bis 6-Tage-Woche haben, dass unsere Kunden einen negativen Schnelltest benötigen, wenn sie zu uns kommen wollen zur Kosmetik und dass wir eigentlich immer investieren müssen, bevor wir wieder öffnen dürfen. Wir haben bereits letztes Jahr die Hygienestandards deutlich erhöht, haben Sichtschutzwände bzw. Spuckschutzwände angeschafft, haben das Personal mit komplett neuer Kleidung ausgestattet, haben FFP2-Masken, Visiere gekauft, arbeiten nur noch mit Handschuhen. Die Kunden halten sich an alle Regeln ganz strikt, sind froh, dass sie zu uns kommen dürfen. Doch jetzt ist für niemanden mehr verständlich, wie sie mit 40 beispielsweise anderen Menschen ohne Test, ohne Mundschutz im Restaurant sitzen dürfen, wo die Aerosolbelastung garantiert deutlich höher ist, ohne den Restaurantbesitzern und Gastronomen gerade auf die Füße zu treten, sondern ich möchte einfach nur die Situation beschreiben, wie bei uns im Institut, wo wir Heribert, nenne ich ihn freundlich, unseren Luftreiniger haben im Raum, wir Fenster haben zum Lüften, wir, wie gesagt, FFP2, Visier, Handschuhe, Schürzen, Dienstkleidung tragen. Wir haben 1:1 Kontakte, wir sind nicht mit 40 anderen Menschen in einem Raum, wir halten Abstand da, wo es geht, wir haben geimpfte Kunden, wir haben nicht geimpfte Kunden, die sich die ganze Zeit immer daran gehalten haben, mit Tests zu kommen. Doch für diese Kunden ist es aktuell auch schwierig zu verstehen, warum wir mit unseren hohen Hygienestandards nach wie vor verpflichtet sind, Tests nachzuweisen. Gerade bei Inzidenzen, die weit unter 35 liegen. Denn sie dürfen ins Fitnessstudio gehen, dürfen in Restaurants und Kneipen gehen. Ich muss mich da nochmal wiederholen, weil ich das einfach so wichtig finde, dass Sie verstehen, was eigentlich die Problematik für uns ist. Der Alltag in unseren Instituten ist, dass die Kunden, die kommen, grundsätzlich eine Rückverfolgbarkeit ausfüllen müssen oder sich per Luca-App einwählen müssen und uns dann Gesundheitsfragen noch beantworten, ob sie sich gesund fühlen, ob sie sich gerade in Quarantäne befinden oder ob sie in den letzten 2, 3 Wochen eventuell erkrankt gewesen sind. Wir erkennen also gerade gar keinen aktuellen Grund und auch keinen triftigen Grund, warum wir, ohne dass es nachweisliche Infektionen durch Kosmetikinstitute gegeben hat, immer noch dazu verdonnert werden, Tests machen zu müssen, warum wir nicht die Möglichkeit bekommen, das selbst entscheiden zu dürfen und eventuell auch mit Selbsttests arbeiten könnten. Auch die Ausbildungssituation ist durch die Auflagen, die wir bekommen haben, eine Katastrophe. Wir sind seit 2015 Ausbildungsbetrieb für die Handwerkskammern. Das heißt, wir bilden dual 3-jährig aus, sodass wir auch hier einen hohen Standard
bieten unseren Kunden und dass unsere Mitarbeiter wirklich eine gute Ausbildung, eine fundierte Ausbildung und eine professionelle Ausbildung genossen haben. Nämlich in der Praxis, aber auch in der Theorie durch die Schulen und durch die Seminare, die sie während der Ausbildung belegen können. Die Problematik bei der Ausbildung ist aktuell, dass wir keine drei Personen in einem Raum sein dürfen. Wie also bitte soll ich meine Auszubildenden ausbilden, wenn keine dritte Person mit im Raum sein darf? Bei uns ist es so, dass unsere Auszubildenden dadurch lernen, dass sie auch Hand anlegen, dass sie nämlich die Haut fühlen, dass sie ein Gefühl für bestimmte Massagetechniken bekommen, wie übe ich den richtigen Druck aus, woran erkenne ich, ob eine Haut unterlagert ist oder eine schwere Akne vorliegt mit ganz schweren Entzündungen, die man eben ertasten und erfühlen kann, die man von außen als Beulen sieht, aber nicht, wie groß diese Entzündungen sind, sodass wir dann auch an Ärzte weiterleiten können. Es ist für die Situation der Auszubildenden eine Katastrophe, wie gearbeitet wird. Es werden Prüfungen angeboten, wo die Schüler der Kosmetikausbildung an Puppenköpfen ihre Prüfungen ablegen müssen. Ich verstehe das alles nicht mehr und ich verstehe auch nicht, was das mit unserem Beruf noch zu tun hat, denn wir arbeiten an akneiden Häuten therapiebegleitend, wir arbeiten an rosacea Häuten therapiebegleitend, wir arbeiten mit Krebspatienten, wir sollten Neurodermitiker, Allergiker, also eine fundierte Ausbildung kann nicht gewährleistet werden durch Zugucken oder Online-Schulungen. Da müssen wir definitiv von wegkommen und Sie müssen uns da auch wieder Vertrauen schenken, dass wir wissen, was wir tun, denn wir leben immer schon Hygiene und ich denke, wir haben in den letzten 14 Monaten bewiesen, dass wir nicht die treibenden Kräfte sind, was Infektionen anbetrifft. Ich bitte Sie nochmals, darüber nachzudenken, ob Sie uns weiterhin die Daumenschrauben anlegen und unseren Beruf degradieren, unsere Professionalität, unser Wissen in den Schatten stellen oder ob Sie uns endlich nach 14 bzw. 16 Monaten nun ernst nehmen und uns unterstützen in unserem Vorhaben, unseren Berufsstand und unser Berufsbild nochmal deutlich in den Vordergrund zu stellen und die Ausbildung deutlich fundierter zu machen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Ich lege mich jetzt weg, weil ich habe heute meine zweite Impfung gekriegt. Im Hintergrund können Sie sehen, dass wir am Waschbecken Handseife stehen haben, dass wir Desinfektion stehen haben. Sie können sehen, dass die Flächendesinfektion und auch der Ordner, die Reinigungs- und Desinfektionsdokumentation zu sehen sind. Und meine Kollegin schwenkt jetzt gerade einmal von ihr aus gesehen nach rechts und von mir aus gesehen nach links. Dort sehen Sie, wie die Kunden bei uns empfangen werden. Das ist der Waschplatz. Bevor behandelt wird, wird dort das Gesicht, Hals, das Dekolleté gewaschen, sodass hundertprozentig gewährleistet ist, dass auf der Haut sich derzeit keine Bakterien, Viren oder Pilze aktiv befinden. Nochmal in diesem Sinne, ein schönes Wochenende und alles Gute für Sie. Bitte denken Sie nochmal darüber nach und halten Sie unseren Beruf bitte nicht mehr unter dem Vorurteil, dass wir nur Nägel lackieren und schminken können. Denn fürs Nägel lackieren und für schöne Nägel sind die Nageldesigner zuständig und für Make-up sind die Make-up-Artists zuständig. Das ist für uns nicht unser Haupteinkommen, sondern unser Haupteinkommen sind Gesichts- und Körperbehandlungen. Bis dann!